Hallo und willkommen zurück in Minecraft. So, Leute. Nichtaufnahme-Terry hat brav die Sachen wegsortiert. Und Aufnahme-Terry wird heute mit euch ganz entspannte Dinge tun. Was ich auf jeden Fall tun muss, was ich gesehen habe. Ich muss den Drachen hier raus tun. Ja, hallo, Großer. Oder Große, eher gesagt, weil ich habe ja nur Weibchen. Nicht, dass ich was gegen Weibchen habe. Ich hätte nur gern irgendwann mal vielleicht ein Männchen bekommen in meiner Minecraft-Laufbahn. Hi. Du hast aber leuchtende Augen. Glupsch. Ich muss den hier rauspacken, weil, wie ihr seht, der Platz langsam... Ja, der wird langsam weniger mit dem Drachen und der ist ja noch lange nicht ausgewachsen. Der ist ja Stufe 2, glaube ich. Ja, genau, es ist Stufe 2. Wow. Tatsächlich, ich kann auf ihm noch nicht reiten. Ich kann ihn aber auch nicht mehr auf die Schulter nehmen. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus? Ja, wenn du mir folgst, dann müsste das doch... Escorting, genau. Dann kommen Sie mal mit. So, und jetzt? Ja, ach, braves... Braves Baby. wo gehen wir denn hin? Würdest du eigentlich auch fliegen, wenn ich fliege? Ja. Bleib mal in meiner Nähe. Wo packe ich dich nur hin? Hallo, du sollst mitkommen. Ich glaube, ich muss dir da mal ein bisschen helfen. Das geht so nicht. What? Schauen Sie mal. So, zack. Ja, so ist das gut. Dann kannst du auch nicht weg. So ist gut. Und jetzt komm mit. Ich glaube nicht, dass du fliegst. Ich glaube, dass du dich von mir einfach tragen lässt. Ich habe nicht das Gefühl, dass du fliegst. Ich habe das Gefühl, dass du dich von mir tragen lässt. Am Marktplatz. Lässt du den Phönix in Ruhe? Lässt du die Villager sollte er in Ruhe lassen? Oh Gott. Vielleicht gibt es jetzt gleich... Weißt du, wenn du fliegen würdest, hätten wir nicht das Problem, dass du gleich Fallschaden bekommst. Bitte keinen Fallschaden bekommen. Ganz vorsichtig. Könntest du nicht fliegen? Na? Ja, so ist das brav. Braves Bebe. Und du lässt die Villager anscheinend in Ruhe halt? Ja. So. Und jetzt kannst du hier bleiben und den ganzen Marktplatz füllen. Und den Phönix lässt du bitte in Ruhe. Den Sunbird. Ja. Ja. Ich mag meinen Drachen. So, jetzt, ja. Ich muss den Sunbird, ich weiß nicht, ich muss den doch nochmal umpositionieren. Das ist ja ein Trauerspiel, wenn man hier irgendwo hin will. So und so. Boah, ich muss, glaube ich, irgendwas mal wieder auffüllen. Kohle muss ich auffüllen. So, was wollte ich machen? Schon wieder weg. Den Turm. Wir könnten heute den Turm machen. Und bitte hören Sie nicht den Hund im Hintergrund. Ich glaube, der muss gerade seinen Ball verteidigen. Ich habe mir überlegt, das Ganze schwarz-lila zu gestalten, so vom Farbschema her. Jetzt habe ich natürlich kein lila Farbstoff, dafür lila Glas. Ich weiß nicht, ich... Das, wisst ihr was? Das geht so nicht. So. Das machen wir hier oben, weil da immer in die Hydra reinlaufen, in den Hydra-Kopf, das ist nicht schön. Ich habe hier ein bisschen umsortiert, wie ihr seht. Ich habe vor allem hier das Sortieren angefangen. Ich bekomme hier oben leider keinen Drawer-Controller hin. Ich habe schon rumprobiert, ob ich hier einen hinpacke oder hier in die Wand. Und leider sieht das alles aus. Aber alles händisch sortieren finde ich jetzt auch nicht so toll. Ich werde mir also eventuell noch was überlegen müssen. Die Blöcke hier kann ich zum Beispiel auch nicht wegnehmen, weil man das von außen sieht. Naja, da machen wir uns später Sorgen. Das ist jetzt nicht viel. Ich würde vielleicht noch zwei machen. Und dann schauen wir, wie wir glastechnisch hinkommen. Ich weiß, ich bin gerade still. Ach, apropos, ich bin gerade still. Ha, ha, ha. Jedes Mal wieder mache ich's.
Jedes Mal wieder. Wisst ihr, da höre ich im Hintergrund ein bisschen YouTube oder so und habe Minecraft dann vielleicht leise. Und dann hört ihr wieder nichts. Das geht doch nicht. Einer reicht. Ah, das Windspielen, so schön. So. Damit kriege ich einen halben Stack. Wir nehmen mal einen raus. Ja. Ja, dann gehen wir halt nochmal roten Farbstoff holen. Ich bräuchte dazu rote Blumen. Wo habe ich denn? Ich glaube, ich habe gar keine roten Blumen. Ich gehe mir eben unten was holen. Ich bilde mir ein, dass ich schon mal von zu Hause weg musste und Blumen holen, weil ich zu Hause keine roten Blumen habe. Deshalb habe ich mir gedacht, muss ich jetzt vielleicht auch nicht. Ich weiß es doch nicht. Wir pflücken hier jetzt mal die roten Blumen so. Ich hätte nur zwei gebraucht, ne? Na, irgendwie ist das Hirnwürstel mal wieder da. Aber wo kämen wir hin, wenn kein Hirnwürstel da wäre? Ich habe übrigens, da war der Gedanke wieder. Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht gezeigt, was ich am zukünftigen Zoo, was jetzt nicht mehr nur vielleicht Zoo ist, was ich da machen möchte. Ich habe da ja Gefängniszellen aufgebaut. Also, theoretisch müsste das jetzt so funktionieren. Okay, und dann so. Ich glaube aber, ich mache mal nicht alle. 8 sind nicht viel. Vielleicht brauche ich ein Bett. Ich glaube, ich brauche ganz bestimmt ein Bett. Ich packe die anderen Sachen mal hier rein. Das ist jetzt noch normales Glas. Ah, psst, leise. Der Drache schläft. Und Momo guckt beim Schlafen zu. Ja, meine Zettel. Hallo. Oh, ich mag meine Drachen so sehr. Oh. Momo, warum tust du denn diese Dinge? Nein, nein, nein. Okay, irgendwas mache ich falsch. So. Following. Okay, ich hatte den. Ich war. Wie auch immer. Momo will sich auch mal die Beine vertreten, den ganzen Tag auf dem Bett liegen. Das ist ja sehr anstrengend. Ja. Ich sehe schon, das wird hinten und vorne nicht reichen. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Weil hier. Ich mache es ja jetzt nur vier hoch. Das ist ja noch gar nicht so hoch. Ich habe mal wieder ein Fröschlein dabei, weil ich Joghurt gegessen habe. Lecker Mandelmus-Joghurt. Das Glas wird nicht reichen, ne? Aber wenigstens können von draußen schon mal keine Monster mehr rein, wenn ich jetzt so ein bisschen zumache. Reicht wirklich, das reicht einfach überhaupt gar nicht. So. Dann hätte ich hier eigentlich gerne eine Treppe. Ich habe den Turm schon mal nicht mehr nur zum Testwelt, in der habe ich das schon mal ausprobiert mit der Treppe. Da war er ein bisschen kleiner und da hat die Treppe irgendwie einfach alles eingenommen. Und vor allem möchte ich die Fenster trotzdem so lassen. Das heißt, die Treppe ist irgendwo dann mittig hier und. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das möchte. Also man soll hinten an der Wand entlang gehen können. Soll man das können? Brauche ich das? Ich könnte die Treppe wirklich so machen, dass man gerade hinten einen Block breit durchgehen kann. Zum Staubwischen. Ich glaube, das mache ich. Und ich mache die Treppe dann statt drei nur zwei breit.
Weil sie wird, also sie wird ja nicht nur zwei breit, weil zwei breit werden die Stufen, sie wird dann insgesamt vier breit. Hier mal einen Stack mitnehmen. Ich glaube, das hatte ich schon mal vorbereitet. Wie viel habe ich hier noch drin? Aha. Und dann mache ich das jetzt ausnahmsweise so, dass ich das Ding mal mitnehme. Damit ich hier etwas entspannter arbeiten kann und nicht immer in den Keller muss. Und dann würde ich, wo würde ich die Treppe anfangen? Vielleicht hier? So. Jetzt markiere ich mir eben noch, das ist in der Flucht. Jetzt markiere ich mir nur, wo sie dann hinten und wieder hoch, wieder raus, ihr wisst schon, wo sie dann sein muss halt. Lass mich kurz überlegen. So. Brauche ich hier vielleicht mal einen Stack Bricks halt auswählen. So ist gut. Denn ja, machen wir erstmal so. Machen wir nicht so. Ja, ich habe es gerade gesehen, dass ich, wenn ich da dann noch eine Brüstung machen will, dann ja wieder mit der Wand abschließen würde. Nicht so einfach. Das sind die Bricks, das sind die Bricks. Dann wäre das quasi so. Überzeugt mich noch nicht ganz, aber gut. Ja, doch. Doch, machen, das machen wir jetzt so. Das machen wir jetzt so. Ich weiß zwar noch gar nicht, wo, ich hab gerade noch ein ganz anderes Problem. Ich muss vielleicht erst festlegen, in welcher Höhe die nächste Zwischenebene ist, damit ich weiß, wo ich mit der Leiter, wo ich mit der Leiter aufhören muss, wo ich mit der Treppe aufhören muss. Das wäre dann, ich würde sagen, so. Okay. Oh, das. Das, nö. Das geht gerade so, geht das so. Dann brauche ich das hier unten eigentlich nicht mehr. Ich würde dann hier allerdings den Kellerabgang machen. Den mache ich dann natürlich gespiegelt. So, jetzt, die muss auch mal weg. So. Ja. Ja, passt auf. wo haben wir sie, die Bricks? Hier. So. Wenn ich hier was hinpacke, dann kommt man hier schon mal nicht mehr durch. Ich bin noch am Überlegen, ich bin noch am Überlegen. Das ist zwar alles ein bisschen wuchtig, aber ich glaube, trotz allem gefällt mir das genauso. Ja. Dann pass auf. Ich weiß nicht, ob das hinten mit der Kellertreppe dann zusammen geht. Das müssten wir dann gleich mal ausprobieren. Aber ich denke mal, dass wir hier dann eine kleine Nische mit einem Altar oder so hinmachen können. Ha? Hört sich das gut an? Ich denke, das hört sich gut an. Wie ich das hier hinten löse, weiß ich allerdings noch nicht.
pass auf, ich bin ganz stark am Nachdenken. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das alles ganz hübsch hin. Ich brauche das hier. So. Und hier würde ich das so machen. Das sollte von der Tiefe her dann schon wunderbar passen. Das schauen wir uns aber eben an. Ah, ja, habe ich vergessen. Da war ja mal was. Ha. Bricks. Ich möchte einen Keller, weil ich dann viele Sachen einfach hier lagern kann. Das wäre sehr angenehm. Das geht, oh, das geht gerade so. Kann ich das noch ein bisschen besser machen? Wenn ich das hier so mache, kann ich das Ganze hier, also das kann ich zum Beispiel schon mal wegmachen. Entschuldigt. Und dann könnte ich. Nee, genau so will ich es nicht. So will ich das. Ja, das kommt dann wieder weg. Es kommt nicht weg. Ich werde dann hier zubauen müssen. Ja. Hierzu. Was ich hier mache, weiß ich noch nicht, aber da kommt ja eigentlich dann. Vielleicht ziehe ich da einfach eine Wand runter. Ganz unspektakulär. Dann brauche ich hier die Gegenläufe gar nicht. Wobei ich glaube, ich brauche die Gegenläufe. Nein, ich brauche die Gegenläufe hier nicht. Dann brauche ich den hier auch nicht. Ja, komm schon. So ist fein. Okay. Und hier hinten kommt einfach nichts hin. Das ist auch okay. Immer schön mit der Kartoffel die Erdblöcke abbauen, ne? Schön dran denken, Leute. Mit der Kartoffel macht man das. So. Und. Oh, ich muss hier oben wieder ausleuchten. Nicht, dass mir hier gleich Party gemacht wird. Wobei, so wie ich das sehe, werde ich das eh ganz anders lösen müssen, indem ich zum Beispiel hier mehr Gefackel raushole. So ist gut. Also die Lichter muss ich eh noch versetzen. Die passen so nicht, die Fackeln am Boden. Oh, ja. Da können wir aber was dagegen tun. Pass auf. Wir tun das, indem wir das so tun. Und dann tut sich das hier. Gut. Und dann möchte ich hier einen Block und dann würde ich die hier so rumführen. Das geht. Ja. Ja. Ich glaube, das könnten wir noch so lösen. Dann sieht das auch ganz nett aus. Hier hinten braucht eigentlich auch niemand rumlaufen. Nur vorübergehend ist die Fackel da, damit da Ruhe ist. So. Dann lasse ich hier auch erstmal offen, damit ich dran denke, dass ich hier. Ich weiß nicht, ob ich hier was reinmache. Vielleicht fülle ich das mit irgendwas, damit hier nichts spawnt. Oder ich lasse es einfach so. Einfach so lassen. Na, reicht gerade nicht. Dann schlafen wir kurz. Ich wollte hier ursprünglich die Bibliothekar reinpacken, so als Bibliothek, und jetzt habe ich eine ganz andere Idee, ne? Ich brauche dann noch eine Bibliothek für die Bibliothekare. Boah, sag das mal ein paar Mal schnell hintereinander. Was? Ich möchte das hier tatsächlich symmetrisch haben.
Ich weiß noch nicht, ob das dann aussieht. Ich meine, nach irgendwas wird das aussehen. Da muss dann aber doch ein Gans rein. Ja. Warum? Warum muss es denn jetzt regnen? Hallo. Was ist das hier eigentlich? Gut. Dann würde das hier so passieren. Muss ich hier denn überhaupt zumachen? Eigentlich muss ich hier nicht unbedingt zumachen. Und ahaha, ich dachte, ich könnte mir hier vielleicht ein paar Blöcke sparen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich richte mit euch schon mal ein bisschen ein, um mehr in Stimmung zu kommen. Und zwar, ich habe da mal was vorbereitet. So. Welche Farbe machen wir jetzt? Moment. Ohne. Wo ist das? Ich sehe es nicht da. Welche Farbe wollen wir? Wir könnten lila machen, damit das zu dem Rest passt, der Einrichtung. Wir könnten aber auch das Pinke machen. Das wäre grau. Das sieht auch noch ganz nett aus. Was haben wir hier? Braun. Okay. Und schwarz. Da ist aber rot mit drin. Ich würde jetzt tatsächlich mal zwei davon und zwei davon machen. Und dann schauen wir uns an, wie das ausschaut. Hallo? Raus aus dem Menü. Danke. Wenn ich da jeweils zwei mache, brauche ich zwei, drei, vier. Ich brauche einen halben Stack, hätte ich mir eigentlich auch denken können. Dann bleibt das hier. Ich weiß gar nicht, wie man Magenta Farbstoff macht, weil ich so ein Hirnwürstel bin. Aber ich glaube, ich habe Magenta Blumen und benutze einfach nie. Ich habe keine Magenta Blumen und benutze die deshalb nicht. Habe ich von denen wirklich? Ich habe kein Allium. Aber ich glaube, mit denen bekomme ich auch Magenta. Ja. Komisch. Ich hätte schwören können, ich habe von denen schon was gesammelt. Lila brauche ich noch. War da jetzt was Rotes drin? Nicht viel. Nicht viel. Deshalb gehe ich nochmal schnell roten Farbstoff holen. Ich weiß, ich habe. Moment. Moment. Ich brauche keinen roten Farbstoff holen. Ich hab doch rote Beete da. Na, wie geht's dir? Ja, immer noch abgenudelt, ne? Du siehst auch ganz abgenudelt aus. Nur weil du dich unbedingt mit der anderen Amphitheere anlegen musstest, du blödes Vieh, du blödes. Ja, ich kann es nicht lieber sagen. Ich meine, es war ja total überflüssig, dass die sich da für mich, ne? Und ich glaube, richtig schlimm wurde es dann, wo ich abgestiegen bin. Also es war ja schon schlimm, als ich noch drauf saß, aber als ich abgestiegen bin, da ging es dann irgendwie richtig los. So. Und so. Halt. Wenn der Kopf nicht angewachsen wäre, würde ich den auch einfach mal liegen lassen. So. Ach so, ich muss das erst brennen. Mache ich? Ich glaube, ich. Nee. Ich muss das erst brennen. Sekunde. Dafür brauche ich vier Kohle. Und ja, ich nehme in dem Fall Kohle, weil es nicht durch 20 teilbar ist und dann alles falsch ist. Dann alles falsch, weil dann ein Block angenudelt wird und nicht zu Ende gebrannt und das geht nicht. Ah, oh, das geht so schön schnell hier. Yay! Oh, und schon fertig. Wow. So. Und wie schaut das aus?
Es ist sehr pink, muss ich gestehen. Es ist wirklich sehr pink. Es sieht als Gegenstand nicht ganz so krass aus. Das ist allerdings auch sehr lila. Da fällt mir ein, ich wollte, ja, wir werden jetzt gleich noch viele Dinge zu tun bekommen. Ich wollte ja auch noch die Sachen von der Graveyard Mod zum Dekorieren. Wollte ich ja dann auch noch machen. Was nehmen wir als erstes mit? Ich glaube, ich fange mit den Köpfen und mit den Sachen hier an. Ach ja, ich habe einen Zombie-Kopf gefunden, wie ihr seht. Habe ich gerade in der Hand. Aber den möchte ich da nicht. Ich glaube, ich nehme einen normalen Skelettkopf. So. Und die stelle ich jetzt nur mal so lange dahin. Ich glaube, dass dann. Wobei, wenn ich jetzt schon dran denke, dass da was anderes hinkommt. Nee, sie kommen jetzt. Und das platziere ich so lange mal neben den Eingang. Das sieht so pink aus. Das sieht einfach so pink aus. Und dann würden die Köpfe hier reinkommen. Davon stelle ich vielleicht eines auf, dann kommen hier die Urnen mit rein. Es ist schon praktisch, dass man das als Kiste benutzen kann. Dann würde ich das so machen. Also, ich verstehe. Jo, das sieht cool aus. Das sieht so cool aus. Und dann würde hier, Kerzen würden hier gut hinpassen. Wisst ihr was? Bricks. Ich will einfach nicht, dass es mir am Altar, während ich hier dekoriere, dauernd auf die Hirse regnet. So. Jetzt kann ich hier im Trockenen stehen und überlegen, was ich weitermache. Tatsächlich, was mache ich denn jetzt tatsächlich? Also ich denke Kerzen, aber ob ich dann lila Kerzen mache, ich glaube, ich mache hier eher schwarze Kerzen. Und der Schädel muss mich ein bisschen mehr anschauen. Der soll schon leicht gedreht sein, aber er soll mich ein bisschen mehr anschauen. So ist das gut. Oder ich lasse hier was runterhängen und ich lasse von da was runterhängen. Haar. Nee, hier kommen Kerzen hin. Oder kann ich was anderes machen? Sekunde. Wo haben wir denn die Graveyard Mod? Lalalala. Und dann? Na, war die so spät erst dran? What? Da. Das hier bekommt seinen Extraplatz. Was ist denn das? Eine Schallpartie. Das sind Spawn Eggs. Okay. Candle. Kerzen im Kerzenständer, ja. Dark Iron Block. Also, das ist schon was anderes. Ja, gut. Okay. Okay. Dann würde ich hier einen Kerzenhalter hinpacken. Da hätte ich ja nicht gleich schauen können, wie man den macht. Oh, ja. Gibt es da auch einen mit mehreren? Das sieht auch cool aus. Das ist einfach nur Holz. Wie mache ich das hier? Oh, 1:1. Ah, so viele habe ich nicht. Ich glaube, ich muss da mal irgendwann irgendwo farmen gehen. So viele habe ich nicht mehr. Egal. Dann nehmen wir mal die ganzen Skelette mit. Die gehen auch gerade rein. Ich kann jetzt mit dem Mittelteil, glaube ich, mal aufhören. Da habe ich jetzt genug.
Die Skelette würde ich dann hier reinpacken. Von mir aus. Wir fangen an mit dem liegenden Skelett und dann den Kopfhaufen, weil ich möchte das dann genauso möchte das unten haben, damit der. Was ist das? Skull and Pike. Skull and Pike. Lieblingsskelett. Was habe ich denn? Torso Pile und Defeated. Wie gehört das zusammen? Die Hand haben wir noch, die zusammenpasst. So, na. Flying Skeleton. Achso, nee, das war ja. Achso, ja, nee. Oder doch? So. Und das, das würde eigentlich in eine weitere Urne kommen, wo dann nur das drin ist. Und wie viel brauche ich jetzt für das Ding noch? Ich brauche da, glaube ich, zu viel. Ich brauche 5. Ja, da will ich aber einen Kerzenhalter machen damit. Na gut. Da muss man wieder. Wisst ihr was? Ich habe schon lange kein Überfallkommando mehr gesehen. Ich meine, jetzt habe ich es gesagt, jetzt wird es passieren, aber. Ist so. So. Schauen wir uns mal an. Ach so, das. Ach so. Das ist für die Wand. Gibt es auch eins nicht für die Wand? Ah, es klimpert so schön. Ja, das ist alles schon was anderes. Was ist das denn? Ah, abends. Ja, okay. Ja, verstehe ich. Weil das sieht komisch aus, oder? Findet ihr nicht? Was ich allerdings machen könnte. Jetzt brauche ich schwarze Kerzen. Die habe ich natürlich aufgeräumt. Die sind unterm Dach aufgeräumt. Ah, viel besser, wenn ich hier nicht immer in den Kopf reinlaufe. Viel besser. Ich nehme mal alle mit. Ich huste und ich werde auch gleich niesen. Irgendwas kitzelt gerade ganz. Furchtbar. Kann man da dann mehrere drauf machen? Man kann, sieht aber scheiße. Es überzeugt noch nicht ganz. Vielleicht muss da doch eine weiße Kerze hin. Hier habe ich die drin, da habe ich noch nichts drin. Da habe ich das drin, da habe ich das drin. Okay, dann würde ich so lange die Dekorationssachen hier drin lassen. Ich glaube, eine weiße Kerze würde es mehr tun. Oder eine naturfarbene Kerze. Eine wachsfarbene Kerze sozusagen. Aber ansonsten ist es mit den Kerzen. Ich glaube, mit zwei Kerzen sieht es auch noch ganz okay aus. Ich meine, wer macht denn sowas? Nee. Egal, wir lassen es mal. Ich gehe eben noch ins Bett. Und dann haben wir hier, glaube ich, noch Reste drin. Die Bücher, die müssten wir uns mal anschauen. Ach ja, ihr. Ich habe das zufällig gefunden. Das hat gar nichts zu bedeuten. Wir reden auch nicht drüber. Okay? Wir reden nicht drüber. Ich besitze nun diesen Gegenstand. Und wir schweigen das Thema tot. Dann kann ich das mitnehmen. Dann kann ich hier nämlich was anderes nehmen. Hier könnte zum Beispiel, keine Ahnung, ein Vogelkäfig hin.
Ich glaube, ich hatte da sonst immer den Lyrebird. So, jetzt könnte ich das irgendwo hinpacken. Ich weiß aber nicht wohin. Aber vielleicht sieht es ganz nett aus, wenn hier zum Beispiel mal stehen würde. Und da würde ich dann so lange, bis ich weiß, was ich damit mache, diese Sachen reinpacken. Ja. Also ist vielleicht eine andere Farbe, weil das hebt sich ja so gar nicht ab. Vielleicht schwarz oder weiß oder Naturfarben. Mal sehen. Aber, jetzt habe ich hier schon mal die ganzen Sachen, die ich hier hinbringen kann. Jetzt möchte ich, nachdem ich ja auch noch den Farbstoff, den Schabstoff, den Farbstoff habe, mache ich jetzt gleich noch ein paar Fenster. Ah, ich hab's. Es tut so weh, es tut so weh. Ich habe schon wieder nie dran gedacht. Mann! Hirnwürstel! Aber das ist doch, genau. Dann kann ich hier nämlich, ja, das reicht da schon. Ja, ein ganzer Stack. Also ich meine, damit kriege ich jetzt auf jeden Fall die unteren Fenster gemacht. Dann ist das Untergeschoss auch tatsächlich oder die Parterre schon fertig. Das hat ja auch seinen Wert. Also außen zumindest die Fassade. Mache ich hier. Lasst mich kurz überlegen, ob ich hier trotz allem einen kleinen Bogen hinmache. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ihr werdet sehen, das sieht später gar nicht so blöd aus, wie es jetzt vielleicht den Anschein macht. So, also das sind die Kelpblöcke, das ist der Deep Slate, damit kann ich nichts anfangen. Dann brauche ich hier noch mehr Bricks. Und dann brauche ich hier was. Und jo. Dann machen wir das nämlich so. Dann ist es immer noch groß genug, um als Eingangstor zu fungieren. Ja. Ja, geht so. Ja, kann man machen. Und dann muss ich jetzt zuerst außen die Fassade machen, bevor ich weiß, wie ich innen weitermache. Denn das kann sein, dass ich hier eh schon ein Problem bekomme. Ich habe mir da nämlich was überlegt, wie ich es machen will. Ich möchte es so machen, wie später eventuell das Schloss. Ich meine, jetzt plane ich schon das blöde Schloss. Ich sollte vielleicht erstmal mein Zoo fertig machen und überhaupt die Dinge, die ich geplant habe, fertig machen, bevor ich. Lassen Sie sich nicht stören. Ich nehme hier für YouTube auf. Jetzt sind Sie mit auf dem Video. Lassen Sie sich nicht stören. Lassen Sie sich von mir überhaupt nicht stören. Nee, nee, das kann ich alles später rausschneiden. Das ist kein Problem. Nee, sie sind fast nicht drauf. Das passt schon. So, ich würde das erstmal so lassen und das sitzen lassen. Wobei, wisst ihr was? Eigentlich könnte ich die Decke hier tatsächlich doch schon zumachen, weil da glaube ich nicht, dass ich etwas verändern werde. Also mein Schloss soll aber vom Stil her genauso werden, nur mit Rot. Eventuell mit Rot. Ich muss noch schauen. Ich habe nämlich überlegt, also hier würden sich ja dann. Da fehlt was. Hier würden sich ja Amethyste anbieten, die ich dann zum Schmücken außen herum mache. Ich habe aber auch schon tatsächlich überlegt, ob ich mit Amethystblöcken das Dach decke. Wahnsinnig, wie ich bin. Habe ich so ein funkelndes Dach, das hätte auch was. Dann kann ich hier auch ganz viele von den Amethyst-Windspielen aufhängen. Wird dann farblich alles dazu passen. So, was sagt ihr? Das hat doch was. Ich meine,
Hier sieht man noch Himmel, aber das kommt ja dann weg und ich finde das schon ganz okay so. Ich finde, ich könnte statt dem normalen Feuer hier dann auch das nehmen, wobei dann passt es hiermit wieder nicht. Ah, dann ist es halt normales Feuer, aber dafür brauche ich ganz viel davon. Passt mal auf, ich habe da eine Idee. Ich packe die Sache mal weg, die ich jetzt nicht mehr brauche. Ja, chill, 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 chill. Jetzt habe ich so schön meine Grabbelkiste aufgeräumt. Jetzt fange ich schon wieder mit dem Rumgrabbeln an. Wir fliegen mal in diese Richtung und ihr wisst vielleicht schon, was ich hier vorhabe. Ich glaube, dass ich hier so ziemlich genau drauf zusteuere. Oder auch nicht. Ich kann mir die Corruption ja holen. Wir haben hier quasi einen gratis Sporner. Sporner. SCHB. So, hallo? Jemand da? Ich glaube, wenn ich hier reinkomme, kommen die auch raus, oder? Oder es kommt überhaupt niemand. Hallo? Die könnte ich jetzt ja mitnehmen. Ach. Hallo, ist denn niemand hier? Ich habe mir das alles schon angeschaut. Ich werde ganz bestimmt nichts Neues entdecken. Ja, das ist jemand hier. Habe ich Looting drauf? Ich habe immer noch kein Looting auf meinem Schwert. Ich muss auf mein Schwert Looting draufpacken. Okay, das dauert jetzt aber ein bisschen lang, wenn die so spärlich spawnen. Da weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Ich glaube, ich finde das nicht gut. Ich glaube, das dauert mir zu lange. Ich glaube, da. Ich weiß, wo ein Spawner ist. Ich weiß, wo ein Spawner ist. Das machen wir nicht in dieser Folge, weil das ist sehr weit zum Fliegen. Ich müsste auch erst die Koordinaten raussuchen. Ich habe irgendwann mal, als ich einfach nur rumgeflogen bin, um Tiere zu finden, unter mir eine Schlucht gesehen und in der Schlucht einfach einen schwarzen Block. Der erste Gedanke war natürlich, da oh, Drachennest, aber es war lauter Deep Slate Bricks. Bricks waren es, glaube ich. Und, aha, das sind die Katakomben, die unterirdischen Gräber, die, wie auch immer man das nennen will. Kommt alles da rein? Und da gibt es Spawner. Das könnte man ein bisschen ausbauen und ein bisschen herrichten oder einfach nur fliegen. Und dann könnte ich ein bisschen Corruption sammeln, aber. Zeit. Zeit. Außerdem wollte ich eine nicht gefährliche Aufnahme machen nach, ihr wisst schon, nach der letzten Aufnahme. Es sind doch schon wieder mehr Kühe, oder? Jetzt ernsthaft. Ich fütter die nicht, ich vermehr die nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kühe haben wir. 9 Kühe. Okay, wir merken uns mal 9 Kühe. Wenn es jetzt 10 werden, dann. Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, was wir dann machen. Da muss ich mir was überlegen, weil ich nicht gedacht hätte, dass hier irgendein Mod tatsächlich da nachhilft. Na, schaut ihn euch an, wie er Purzelbäume schlägt. Vor lauter Freude, weil es so viele Kühe sind. So, ist mein Seepferdchen eigentlich noch da? Ja, da unten. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht gezähmt. Sollen wir das mal machen? Ich glaube, wir zähmen mal unser Seepferdchen. Oh, das ging ja schnell. So, und jetzt aufsetzen, oder? Kann ich? Nein, ich brauche einen Sattel, oder? Weißt du was? Ich glaube, wir holen uns noch ein paar Seepferdchen, aber mit Leinen, damit die passende Farbe haben. So. Also es gibt noch ein rotes, ein gelbes und vielleicht ein grünes. Dann bräuchte ich genau die drei Leinenketten.
Und was wir noch machen können, hahaha. Jetzt fallen mir die ganzen Dinge ein. Was wir noch machen können, ist, dass wir. Ihr wart doch vorher nicht da. Ihr seid doch da neu gespawnt, oder? Ihr wart doch vorher nicht auf dieser Insel. Ich bin mir ganz sicher. Ihr seid doch hier irgendwo eingewandert. Wir könnten Baumfrüchte sammeln. Das ist nämlich noch etwas, was sehr lange dauert, aber was mir sehr am Herzen liegt. Das könnten wir auch noch machen. Zumindest den Anfang. Ihr müsst ja dann nicht die ganze Tragik miterleben, aber vielleicht schlafen wir, weil wir es können. So. Ui, Batz. Oh, und da können wir beim Einschlafen den Mond betrachten. Wie schön. Und da brennt's. Die Ameisenkolonie hat sich erholt, wie ihr seht. Oha. Ach Leute, schaut mal, ihr holzt hier einfach alles ab. Die Ameisen, ich meine, ich finde das ganz toll, dass sie tatsächlich hier mit ihrer Umgebung interagieren und alles. Ich finde das wirklich toll, aber. So, du bist ein Rot oder Orange? Ist es jetzt Rot oder Orange, ne? Ist es. Habe ich jetzt zu Hause so ein blaues oder ein grünes? Ich glaube, ich habe so ein blaues. Ob ich hier jetzt auf die Schnelle noch mehr finde? Oh, du bist ja ein hübscher Fisch. Hier bleiben, hallo Fischi. Schlup. Sie sollen ja angeblich nicht despawnen, wenn man sie jetzt aus dem Kübel lässt. Das werden wir noch sehen. Ihr seid alle ganz normal. Ihr seid ja alle voll normal. Ist ja langweilig. Warum seid ihr denn so normal? Hier liegen Dinge rum. Ich muss nur aufpassen, nicht, dass ein Sea-Serpent kommt und mir die. Der denkt dann Lieferservice, Fischstäbchen, mir die Seepferdchen dann wegschnabuliert von der Kette weg, so. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Aber ich glaube, es ist jetzt hier seepferdchentechnisch auch gerade so ein bisschen so. Oder ich bin einfach nur blind. Oder eine Kombination aus beidem. Aha. Oh, da würde ich ja gerne mal unten rein. Wobei ich glaube, ich war da sogar schon unten drin. Wir waren bei. Ja. Lassen Sie sich Zeit. Bloß nicht hetzen. Oh, du bist ein Wasservogel, ein Wasserkolibri. Hi. Hier sollten ja auch gar keine Sea Serpents sein. Theoretisch. Weil das eigentlich noch zu nah am Spawn ist. Da unten ist etwas. Ich glaube, das war nur ein blaues. Ein gelbes und ein blaues. Oh, jetzt muss ich überlegen. Habe ich jetzt ein blaues oder ein gelbes zu Hause? Ich glaube, ich muss das so herausfinden. So. Dann gäbe es ja noch ein rotes und dann. Fünf. Du bist doch auch ein besonderer Fisch, oder? Also ich sage jetzt besonders, weil das nicht, weil der nicht zu den Standardfischen gehört. Es wird nicht besser, ne? Du bist ja voll normal. Du gehörst voll zum Standard, Alter. Nein, auch normale Fische sind in Ordnung. Ohne den normalen Fischen wäre es auch langweilig. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Es muss nicht jeder ein Paradiesvogel sein. Ganz ehrlich, Leute. Ich mag Paradiesvögel. Und ich meine damit Menschen. Ich mag Paradiesvögel wirklich sehr gerne. Aber es wäre sehr, sehr anstrengend, wenn jeder ein Paradiesvogel wäre. So, schafft ihr es da so zwischendrin, wir vorsichtig einparken, ins Wasser und nicht auf den Seerosenblättern zerschellen, okay? No, ist nicht wahr. An der Seerose zerschellt. Oh und jetzt muss ich schauen, ob ich das Blaue wieder zurücktragen muss, weil das andere Blaue ja dann. Ja, du bist. Ja. Gut, dann tragen wir dich halt wieder zurück. Komm mal her. Hier. Halt, stopp! Da hat aber jemand Hunger. Ja, stopp!
Spinnst du? Moment, es ist ja schon gezähmt. Ich habe gar keine Herzen gesehen. So, okay. Ja, komm, ich bringe dich wieder zurück. Hallo? Ja, ich bringe das arme Seepferdchen jetzt einfach wieder zurück. In die freie Natur. Das war quasi nur die Begleitung, der Escort. Ja, armes Seepferdchen. Du bist gleich wieder zu Hause. Und die anderen, haben die dann wirklich anders ausgesehen? Ich hatte den Eindruck, dann waren das die Grünen? Keine Ahnung. Dann gibt es doch mehr Farben. Oh, das arme. Welches ist mir eigentlich hops gegangen? Das Orange. So, dann schaue ich mir die nochmal an, ob die doch anders sind. Ist das jetzt anders? Ist das grün? Was, was? Es hilft nur eines. Komm mit. Kommen Sie mal her. Ja. Sind das jetzt zwei verschiedene Farben? Es sind zwei verschiedene Farben. Sie sehen sich zwar ähnlich, aber es sind zwei verschiedene Farben. Okay, du, dich möchte ich nicht. Dich habe ich zu Hause und du kommst mit. Und dann schauen wir, ob wir noch ein Oranges bekommen, das diesmal bitte nicht stirbt. Das ist wirklich noch so eine Sache mit den Seerosenblättern in Minecraft. Ich meine, die sind ja lebensgefährlich. So, das war jetzt da unten drin. Wir schauen mal, ob da noch. Ich dachte gerade so, was? Wir schauen mal, ob da vielleicht doch noch eins drin ist. Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Wo sind Sie? Sie werden sich gerade wundern, dass ich von der anderen Seite komme. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mitschleppen will. Es könnten hier noch welche sein. Nö, ich weiß auch gar nicht. Oh, ich habe hier einen Lushcave. Ich weiß auch gar nicht, ob die das mit den Magma-Blöcken sehr lustig finden. Ob die da nicht runtergezogen werden und dann verenden, das möchte ich natürlich nicht. Ah, ich komm. Wir schauen uns das von oben an. Ach, Leute, Leute, ihr verunstaltet die Landschaft, hört auf. Ich will nicht wieder, ich will nicht wieder. Ich glaube, ich muss da einfach mal Lava setzen. Okay, hier ist nichts. Dann würde ich sagen, wir fliegen mal ein bisschen. Halt! Euch habe ich auch noch nicht. Wo packe ich euch hin? Rot und Blau. Merkt euch das, Leute. Rot und Blau habe ich jetzt. Da gibt es nämlich mehrere Farben. Ich glaube, es gibt auch einen Rot-Blauen. Wie lustig. Rot-Blau und Rot-Blau. Jetzt fange ich mit dem ganzen Quatsch an, ich sag's euch. Ich brauche dann ein Zwischenaquarium nur für meine Fischilis. Aber. Ich löse da. Ah ne, ich löse es nicht so, weil dann ja lauter Rote rauskommen. Leute, ihr müsst hier warten, ich komme später wieder. Ist da vielleicht noch ein Seepferd drin? Nee, hier ist. Du kannst mich doch nicht so erschrecken! Da ist auch ein Lush Cave unten drin. Rot habe ich. Da ist ein rot-blauer, seht ihr? Schlupp. Okay, rot-blau, rot-blau. Kann ich eigentlich. Ich meine, es ist jetzt wirklich einfach nur. Ich dachte, dass ich die da vielleicht reinkriege. Ich meine, mitnehmen in Kübeln ist das ein bisschen leichter mitzunehmen. Ich weiß, die gibt es auch noch in Gelb, die Hummer, wollte ich noch sagen. In die Kübel, da reut es mich nicht so, aber für die Eier muss ich halt Dias hergeben, nicht wenige. Da wäre es mir dann schon recht. Wenn ich nicht zu viele brauche. Ich möchte eigentlich, will ich. Ach, ich nehme es mit.
Ich nehme es einfach mal mit. Ich glaube, dass das Meer hier, also dass das schon gut erforscht wurde von mir und dass das Meer hier ein Binnenmeer ist. Ja, ah, flatter, flatter. Seht ihr, wie er flattert? Flatter, flatter. Zum Glück kriegen die an der Luft kein Schaden. Das wäre sonst sehr traurig. Dann würde ich irgendwann schauen, dann baumelt da nur noch die Kette rum. So blum, blum, blum. Okay, ich denke, ich glaube auch nicht, dass die nachspawnen. Die spawnen einmalig und dann war es das. Da ist noch ein gelbes. Warum kannst du nicht orange sein? Ah, schade. Und hier im Fluss sollte eigentlich keins sein. Ich meine, man weiß es nicht. Wenn das da irgendwo so entlang geschwommen ist, kann das natürlich schon passieren. Bist du noch da? Ja. Ja, was ist jetzt? Komm mit. Ah, kleine Freunde, wisst ihr was? Wir nehmen kleine Freunde mit. Ja. Und so. Ich nehme die auch nur mit, weil ich weiß, dass die wieder despawnen. Die nehme ich jetzt mit und dann sind die. Die sind irgendwie eine Weile da, auch wenn ich die Chunks entlade, sind sie danach trotzdem noch da und dann sind sie auf einmal plötzlich weg. Ich weiß nicht, warum das passiert. Ich finde das auch sehr traurig. Und ich habe es auch schon mit Nametags versucht. Selbst die mit Nametags verschwinden. Was ich wirklich nicht verstehen kann, woran das liegt. Außer, dass es vielleicht einfach zu viele Viecher sind. Aber. So, Vorsicht, 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 Seerosenblatt, pass auf. Und zack, und drin, und zack. Und dann packen wir die kleinen Freunde. Nein, nein, so wollte ich das nicht machen. Ich, ja. Nee, eigentlich möchte ich kein Wasser hier drin haben. Packe ich die Hummer hier rein? Ich glaube, ich packe die Hummer hier rein und hoffe einfach nur, dass sie überleben. Na? Also aus dem Wasser sollten die nicht rauskommen. Die Terrapien, die kleinen Schildkrötchen, die kommen raus. Die werden hier vielleicht auch rumrennen. Dann können sie sich vom Golem zu Matsch trampeln lassen. Aber die Hummer kommen nicht raus. Die sind jetzt da unten und da sind die halt. Ich könnte hier auch mal wieder abernten. Ich meine nicht, dass ich es brauche. Dann sieht man ein bisschen. Ja. Das ist ach ja, ich muss noch zählen. Aber lass mich erstmal ernten. Lass mich erstmal ernten. Nicht schubsen. Kein Stress machen. Geh weg. Ich stress mich nicht. Hetz mich nicht. Ganz genau drauf, ob Herzchen kommen oder nicht, wenn das Vieh gezähmt ist. Weil hätte ich dann nicht zufällig gesehen, dass da steht, Owner Terry Lucky, okay, ist schon gezähmt. Hätte ich das nicht mitbekommen. Warte, ich kann so nicht arbeiten. Das geht so nicht. Ich geh aus dem Weg hier. So, also du und du und du möchtest noch. Oh. Jetzt kam noch Herzchen. Okay. Ich bin nur ein blindes Hühnchen. Alles klar. Jetzt sammeln wir ein. Da ist es auch wieder sehr gut, ein Hufeisen dabei zu haben. Und dann würde ich sagen, ich brutzel das auch gleich, oder? Warum in einen Drawer stecken, wenn ich das auch gleich wegbrutzeln kann? Ich wollte es abzählen, damit es wirklich ganz genau ist, aber wisst ihr was? Egal. Meine Schublade, meine Kiste mit Meeresgetier wird immer mehr. Ich find's lustig. Aber ich sollte mir da vielleicht mal was überlegen. Wobei, wenn ich hier so reinschaue, die hier müssen in Quarantäne, die dürfen nur alleine sein, die hier dürfen nur alleine sein. Die werden ein Nametag brauchen, weil sie sonst verschwinden.
Die verschwinden nicht, soweit ich weiß. Und ob die verschwinden, aber die müssen auch gesondert sein. Die müssen nämlich sehr tief sein. Die brauchen, ich weiß gar nicht, ob sie nur Blöcke über sich brauchen oder ob sie direkt Wasserblöcke über sich brauchen. Sonst sind die sehr unglücklich, die Armen. Und wir wollen keine unglücklichen Viecher lieber. So. Tut, 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 tut. Ich muss den kleinen Drachen doch woanders hinpacken. Weil du bist doch kein Bettvorleger, aber der steht genau da, wo ich ihn hingesetzt habe. Da steht der. Escorting, ja, jetzt sollte ich dich schubsen können. Ja, den Kopf sollst du aber nicht da drin haben. Nein, nein, nein. Weißt du was, du kommst hier in die Ecke. Unters Fensterbrett. So, so ist es gut. So funktioniert das. Da hat er mich gleich ein bisschen angebrüllt, weil ich ihn von Momo getrennt habe. Aber ihr habt euch doch noch. Ihr seid 2 Meter voneinander entfernt. Ihr habt euch doch noch. Ja. Ach, schade, dass man die nicht streicheln kann. Ich würde die so gern streicheln. Aber wenn wir schon so anfangen beim Wunschkonzert, würde ich sagen, schade, dass es die nicht in echt gibt. Ich hätte die so gerne in echt als Haustier. So, wir müssen hier müssen wir mal eine Lösung finden. Das finde ich ja nicht gut. Nee, wir machen das. Wir machen hier gleich Nägel mit Köpfen. Dann brauche ich hiervon noch was. Die brauche ich dann nicht mehr. Ach, Slap, Slap. Okay. Also, das ist alles immer. So. Denn mich stört das schon eine ganze Weile, dass mein Balkon hier so gefährlich ist. Und ja, die Half-Slaps kommen deshalb hin. Gleich mal erklären. Damit man hier noch ein bisschen was hat, bevor diese Dekoration quasi zur Geltung kommt. Und dann möchte ich hier das anders haben. Weil hier ist es egal, hier wird man es nicht sehen. Hier kommt das auch tatsächlich gar nicht hin. Fällt mir gerade ein. Das hatte ich mit Klappen gelöst. Schön, dass wir drüber geredet haben. So. Und das hier. Und dann brauche ich hiervon, glaube ich, 3. Und ich brauche noch hiervon ein bisschen was. Und dann brauche ich, habe ich noch Trapdoors Dark Oak. Will ich Dark Oak? Nee, ich will Spruce Trapdoors. Ja, ihr werdet euch jetzt denken, was hat sie denn jetzt schon wieder? Erstens, oh, das, ich sehe gerade. Das machen wir so. Ja. Aha. So. Und dann hätte ich eins mitnehmen müssen, aber egal. Dann machen wir das so, ganz ruhig, so, seht ihr? Damit das von außen richtig aussieht, aber hier wollte ich halt einfach nicht, hier wollte ich das nicht. Und dann war ich ganz schlau und habe mal wieder die Hälfte vergessen. Also tragen wir es wieder weg. So, und was habe ich hier noch? So Blut. Dann brauche ich Moosblöcke. Oh, ob ich schon so viele Moosblöcke habe? Ich wage es zu bezweifeln. Aber wir schauen mal. Ja, das wird gerade so reichen, schätze ich mal. Ich glaube, ich denke, ich brauche 25. Wir nehmen jetzt mal genau 25 mit. Aber ich bilde mir ein, es ist 5x5. Es ist 5x5 minus 1. Nee, hier kam, glaube ich, der Baum hin. Und ja, da kommt ein Baum hin. Ich möchte nämlich einen Dachgarten haben. Ja.
der muss natürlich eingerahmt werden, weil wie sieht denn das aus, wenn hier einfach so das Moos wächst? Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich sehe gerade, ich habe ja auch noch gar keine Leitern. Ich werde die Leitern trotzdem hinmachen. Für eine Zeit, in der ich dann doch wieder ohne meine Flugrüstung unterwegs bin. Außerdem möchte ich das so, das muss so. Das ist immer so. Das gehört zu meinem Haus. So. Hier und hier und hier und hier und dann auf der anderen Seite. Damit ich, wenn ich auf dem Dach was zu tun habe, auch wieder zurückkomme. So. Ich meine, es ist möglich, hier runterzuspringen und dann hier. Hier würde noch ein Half-Slab fehlen, oder? Oder halt ein ganzer in dem Fall. Machen wir auch noch. Wir machen heute alles richtig schön. Wir machen heute alles schön. Das Windspiel ist so schön. Die Geräusche, die Klänge. Da gehört noch, wisst ihr was, es gehört noch richtig viel Deko hin, à la hier, Fensterkasten. Gibt es das? Anscheinend nicht. Wisst ihr, was ich überlegt habe? So Fenster wie, Moment, wie das hier, dass ich das nochmal teile. Dass ich so hier und drüben ein geteiltes Fenster reinmache. Einfach, um das nochmal ein bisschen lebendiger zu machen und ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Könnte ich hier auch machen. Was sagt ihr dazu? Überlegt euch das mal. Schreibt es in die Kommentare. Also wie gesagt, hier kommt ein kleiner Garten hin. Eine Dachterrasse, ein Balkongarten. Keine Ahnung. Hier kommt natürlich eine Veranda hin, denke ich. Ja, was mache ich mit dir? Kehren Sie mir nicht den Rücken zu, das ist ganz gefährlich. Wissen Sie, was dann passiert? Also, oh, habe ich gerade Schaden gemacht. Ich habe nur mit der Faust draufgehaut. Ja, spinnst du, es waren sicher zwei Herzen. Das war keine Absicht, tut mir leid. Wuschel, 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 wuschel. Das war keine Absicht. Naja, wuschel, wuschel ist vielleicht bei dem Kopf ein bisschen schwierig. Ah, die Augenbrauen. Wuschel, 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 wuschel. Ich hole mal was zum Reparieren, zum Heilen, okay? Zum Reparieren. Das war nicht so geplant, dass ich ihm so viel Schaden mache. Ich dachte, ich nehme ihm vielleicht ein halbes Herz weg. Wasser. Es war unüberlegt. Ich gestehe, es war unüberlegt, aber es war nicht wirklich böse gemeint. Was brauche ich noch, damit das besser ist? Ich glaube, ich brauche sowas noch. Dann kann ich auch gleich meine Amphitheere noch heilen. Ach halt, ich muss ja dann werfen können. Da brauche ich noch eben. Moment. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Mach schneller. Ich muss noch Gunpowder holen, damit ich es dann werfen kann. Ich weiß gar nicht, ob das dann mit 2 geht, also mit Healing 2 oder wie es heißt. Wir werden sehen. Den tasmanischen Teufel muss ich auch mal irgendwann aus dem Bad lassen. Ich meine, es gibt schlimmere Orte, um eingesperrt zu sein. Ich finde das Badezimmer gar nicht so schlimm. Aber irgendwann muss ich ihn dann doch mal wieder rauslassen. Wenn der nicht so viel in der Gegend rumlaufen würde, würde ich den ja einfach im Garten rumlaufen lassen. Aber dann haut der mir ab. Und das will ich natürlich nicht. So. Also Instant Health 2. Und jetzt machen wir da das Ganze noch zu einer Splash Potion. Das dauert. Wisst ihr was, wenn das so dauert, dann hole ich eben noch was. Dann hole ich eben noch was. Ja, jetzt. Ja. La 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 la. Das kommt davon, wenn man alles so wegräumt, dann darf man wegen allem laufen. Dann räume ich jetzt die Moosblöcke aber auch gleich auf. So. Und dann geht's wieder in den Keller. Und halt, ja, doch, doch, doch. Und das jetzt. Ah ja, okay, alles klar. Passt.
Okay. So. Ich hoffe, also eigentlich zählt der nicht als untot, oder? Nicht, dass ich den jetzt komplett kille. So. Zuerst will ich ihn ein bisschen pappen und dann sind gleich zwei Herzen weg, dann will ich ihn heilen, dann ist er tot. Ja, also, ja, so sehen sie doch schon viel besser aus. So ist das gut. Und dann muss ich die Fackel hier mal wegmachen. Sekunde. Wir machen das jetzt übergangsweise mal so. Lassen Sie die Fackel stehen. Und dann packe ich das hier hin. Ja, ich bin. Gemacht. Das hat alles seinen Sinn, was ich hier mache. Kleiner Freund. Kommen Sie da mal. Kommen Sie mal raus. So, komm. Put, 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 put. Jetzt fühlt es sich im Haus zu wohl. Macht nichts. Die Tür können wir später auch noch aufmachen. Die könnten sich doch anfreunden, oder? Oh, da muss ich aber aufpassen. Vorsicht, nicht auf dem Zaun landen! Nicht auf dem Zaun landen! Hast du gehört? Nicht auf dem Zaun landen! Ja, spannend. Jetzt passt mal auf. Jetzt kann ich euch nämlich noch was zeigen. Jetzt bin ich aber gespannt, wie der Pillager da reagiert. Komm mal mit. So, dann schauen wir mal. Oh. Der tasmanische Teufel fängt nämlich das Rumplärren an, wenn man ihm Rotten Flesh füttert. Und ich war mir nicht sicher, ob der Pillager auch ausrastet, aber ja, er rastet auch aus. Guck mal, was ich hier für dich habe. Patz. Naja, es ist die Hälfte, aber immerhin jetzt die Hälfte und nicht nur ein Viertel vom Leben. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten weiter dran. Ich bin mir ganz sicher, dass man denen irgendwas füttern kann. Ich muss nur herausfinden, was. Also Kekse, da kommt der ja nur in Stimmung, aber. Naja. So, ihr beiden. Wir beenden jetzt die Aufnahme. Wollt ihr Tschüss sagen? Sag mal Tschüss. Sag Tschüss. Da, der sagt Tschüss. Brav. Auch Tschüss. Und von mir auch einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Abend und gute Nacht und guten Morgen. Genau, harr. Und vor allem harr. Arr. Immer schön piratig bleiben. Ja. Bye bye.